Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video möchte ich mit euch mal eine Lampe austauschen und zwar mit dieser hier. Das ist eine LED-Wandleuchte für Feuchträume, Kellerräume, Garagen wie hier oder zum Beispiel auch Carports, also alles, wo es etwas extremer zugeht. Diese Lampe hier, das ist eine LED-Wandleuchte, die eine Schutzklasse von IP65 aufweist. Und der Vorteil dieser Lampe, sie lässt sich extrem einfach montieren, eigentlich quasi von jedermann montieren. Man kann bis zu 15 Lampen dieser Lampe hier hintereinander schalten, ohne großen Aufwand betreiben zu müssen. Und auch die Montage dieser Lampe geht extrem schnell und einfach. Die Lichtausbeute dieser Lampe ist extrem hoch. Diese Lampe kann noch auf ca. 1 Meter Entfernung weit über 450 Lux Lichtleistung bringen. Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von ca. 5000 Kelvin, also eine optimale Arbeitsleuchte. Das heißt, auch für Arbeitsplätze, wie zum Beispiel in der Werkstatt, sehr gut geeignet. Die genauen Daten zu dieser Lampe sowie auch den aktuellen Preis findet ihr auf der Seite von ledmiele.com. Link dazu unten in der Videobeschreibung. So, um diese Lampe jetzt zu montieren, mache ich hier Folgendes. Ich habe hier noch ein altes Löschchauffröhrensystem und das demontiere ich einfach. Wichtig, bevor ihr an Elektroanlagen rumschraubt oder arbeitet, bitte achtet darauf, dass der Strom ordnungsgemäß abgeschaltet ist. Dazu reicht es nicht, den Lichtschalter auszuschalten, sondern der Strom muss ordnungsgemäß im Unterverteiler, im Hauptverteiler abgeschaltet werden über die Sicherung und ihr müsst darauf achten, dass er auch nicht wieder eingeschaltet werden kann von irgendjemandem. Das heißt am besten die 5 Sicherheitsregeln der Elektrik befolgen. So, wir schalten also unseren Strom ab und demontieren hier dieses alte Leuchtmittel. So, hier haben wir jetzt das Leuchtmittel ausgepackt. Wir können noch mal ein paar technische Daten uns anschauen. Wir haben ein Leuchtmittel mit 5000 Kelvin. Dieses Leuchtmittel hat eine Leistungsaufnahme von 60 Watt. Das ist für die Lichtleistung, die diese Lampe hier bringt, sehr wenig. Das heißt, es ist LED-Technik. Ich kann euch mal ein paar Maße geben. Die Außenmaße dieses Leuchtmittels, dieser Lampe, sind ca. 1,50 m mal ca. 70 mm mal ca. 90 mm. Also 70 mm, 90 mm, 1500 mm ca. So, um dieses Leuchtmittel nun montieren zu können, drehen wir es einfach mal auf die Rückseite. Und hier sehen wir das Schienensystem, dieses EasyFix Schienenmontagesystem. Dieses erleichtert uns die Arbeit extrem. Wir haben nämlich hier quasi zwei Wandhalterungen, ich sage einfach mal Schlitten dazu. Diese werden hier einfach quasi nur in dieses Schienensystem eingehakt. Ich nehme sie einfach mal hier heraus. Das heißt, das wären die Wandhalterungen. Diese werden oben an der Wand oder an der Decke eingebohrt und das Leuchtmittel wird hier einfach nur eingehakt. Vorteil von dieser Geschichte, wir können nach der Montage des Leuchtmittels das Leuchtmittel noch quasi verschieben und nochmal etwas die Lage damit korrigieren. Um jetzt das Maß zu ermitteln, mit dem wir die Leuchtmittel an der Decke anbringen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir nehmen einfach unser Leuchtmittel, wie gesagt, wir haben hier in dem Fall ein Leuchtmittel mit einer Gesamtlänge von ca. 1,50 m und wir messen die maximale Länge dieser Schiene. Das wäre in diesem Fall 1,42 m und in diesem Spielraum haben wir die Möglichkeit, dieses Leuchtmittel zu befestigen. Ich würde euch empfehlen, diese Befestigungskrallen nicht zu weit außen und auch nicht zu weit innen anzubringen. Ich würde sagen, in etwa die Einteilung ein Drittel auf ein Drittel auf ein Drittel zu halten, sodass diese Klemmen in etwa hier sich befinden. So, dieses ermittelte Maß können wir uns nun hier an der Decke anzeichnen. Hier kann ich nun mit einer dafür vorgesehenen Maschine einbohren. In diesem Fall haben wir hier massives Betonmauerwerk. Das heißt, ich muss hier eine Schlagbohrmaschine verwenden. Wir schauen, was wir für Dübel im Lieferumfang haben. In diesem Fall scheinen es 5er Dübel zu sein. Dementsprechend nehmen wir einen 5er Steinbohrer und bohren uns diese beiden Löcher auf. Nachdem wir nun diese Bohrungen gesetzt haben, den Dübel eingedrückt haben, montieren wir unsere Befestigungskrallen. Vorteil bei dieser Befestigungskralle, wir haben hier auch ein Langloch. Das heißt, wenn uns das Bohrloch etwas verlaufen ist, können wir hier nachträglich auch nochmal ca. 15 mm hin und her schieben, sodass dann die Lampe wieder gerade sitzt. Aber ich schraube sie jetzt erstmal hier an.
Ein kleiner Tipp, macht die Krallen nicht arg zu fest. Ich ziehe sie zwar so an, dass sie ordentlich sitzen, aber sie noch drehbar sind. Der Vorteil davon ist, wenn diese Kralle natürlich jetzt nicht perfekt zueinander ausgerichtet ist, kann ich sie quasi noch nachkorrigieren. So, um nun das Leuchtmittel zu montieren, wir haben ja hier unsere Haken jetzt befestigt, gehen wir folgendermaßen vor. Wir haben hier in den Haken eine quasi Einhakfunktion und hier in der Lampe eine Schiene mit einer Falz, in denen sich die Haken komplett verkrallen. Wir gehen nun zum Befestigen folgendermaßen vor. Wir halten das Leuchtmittel in die Haken so schräg ein und klappen es einfach nach oben. Sollte das nicht gleich funktionieren, denn diese Haken hier sind ziemlich stramm, nehmt ihr euch einfach eine x-beliebige Zange und biegt diese Haken mal ganz leicht auf. Keine Angst, dadurch hält die Lampe nicht schlechter, denn die Haken verhaken sich quasi mit diesem Grundsystem und das ist dann nahezu unlösbar verbunden. Wie gesagt, wir legen die Lampe jetzt hier so ein und kippen sie einfach nach oben. So, und damit haben wir das reine Leuchtmittel nun montiert. Kommen wir nun zum Stromanschluss. Der gestaltet sich auch sehr einfach hier. Dazu begeben wir uns an eines der Enden dieses Leuchtmittels. Es ist auf beiden Enden dasselbe vorhanden. Hier sehen wir eine Art Knotdübel, der besteht aus mehreren Einzelteilen, einer Knotverschraubung, eines Grundkörpers. Und vorne in diesem Knotdübel ist noch eine Art Verschlussstopfen. Diesen stechen wir mit einem Schraubenzieher aus. Wichtig, dieser Verschlussstopfen besteht aus zwei Teilen. Innen drin der Verschluss und außen nochmal eine Dichtung. Diese Dichtung entnehmen wir auch. Die brauchen wir noch, bitte nicht verlieren. Auch wichtig, im hinteren Teil des Verschlusses ist auch eine kleine Dichtung. Bitte achtet auch darauf, dass ihr diese bitte nicht verliert. So, und die soeben entnommenen Teile müssen nun in folgender Reihenfolge auf das Kabel im Vorfeld aufgebracht werden. Zuerst diese Knotverschraubung aufschieben, dann diese kleine Gummidichtung auch einfach aufschieben und diese Grundkörperverschraubung auch aufschieben. Wichtig, in dieser Reihenfolge aufbringen und wichtig, nicht vergessen, sonst müsst ihr eventuell das Kabel dann wieder demontieren. So, nachdem wir nun diesen Knotdübel quasi entfernt haben, sehen wir noch folgendes Anschlussbild. Neutralleiter, Außenleiter und Schutzleiter. Sollten wir hier nicht ganz dran kommen, können wir natürlich hier hinten diese Verschraubung lösen und damit dieses Innenleben auch noch drehen. Eventuell ist es hier aber auch sinnvoll, diese ganze Installation der Elektrik oder des Kabels vor der Montage der Lampe vorzunehmen, da man am Boden quasi besser noch dran kommt. So, nun können wir quasi das Anschlusskabel, die Anschlussleitung hier simpel montieren. Wir nehmen hier einfach unser Kabel, beginnen am besten mit dem Schutzleiter. Der kommt hier unten dran. Einfach die Schraube lösen und einstecken und den Schutzleiter quasi mit diesem Punkt verbinden. So, nachdem wir nun den Schutzleiter montiert haben, kommen wir nun zu unserem Außenleiter. Der kommt nun an diesem Punkt. Und zu guter Letzt nun noch den Neutralleiter, der kommt an diese Stelle und wird nun auch mit diesem Imbus wieder festgezogen. Nun ziehen wir als allererstes wieder unsere Überwurfmutter an, sodass das Innenleben wieder festsitzt. Nehmen das Unterteil dieser Knotverschraubung, schieben es über das Kabel bis hinten an das Gehäuse an und ziehen es auch wieder vorsichtig fest. Nun zu guter Letzt hier diese Dichtung unter diese Verschraubungsnasen legen, schön darauf achten, dass er wirklich sauber darunter liegt. Das sieht dann jetzt im fertigen Zustand so aus. Und erst jetzt die Knotverschraubung hier überwerfen und anziehen. Jetzt wird die Dichtung zusammengedrückt und euer Kabel dicht, wasserdicht quasi mit der Lampe verbunden. Wenn ihr das alles angezogen habt, könnt ihr auch nochmal an den Kabel ziehen, damit auch wirklich fest alles mit der Lampe verbunden ist. So, und so sieht nun das fertige, montierte Endergebnis aus. Wichtig, wir können hier nun noch weitere Lampen mit dieser Lampe verbinden, bis maximal 15 Stück insgesamt. Dazu geht ihr folgendermaßen vor. Ihr montiert einfach die nächste Lampe hinter dieser Lampe und verbindet einfach ein weiteres Kabel am anderen Ende der Lampe mit dieser Lampe und könnt quasi so
diese Lampe mit der nächsten Lampe verbinden. Das ist schön, so müsst ihr die Lampe nicht öffnen und ihr könnt dieses Band quasi bis auf 15 Lampen insgesamt erweitern, ohne größeren Aufwand zu betreiben. So, jetzt schauen wir uns nochmal schlussendlich die Lampe im eingeschalteten Zustand nochmal an. So, um nochmal das Endergebnis ein bisschen zu vergleichen. Hier haben wir eine handelsübliche Leuchtstoffröhre. Diese leuchtet die Situation so in etwa aus. Das wäre quasi das Lichtbild auf ca. 2 Meter Entfernung. Und hier jetzt nochmal dieselbe Situation mit der Lampe von LEDmiele.com. Das wäre jetzt das Lichtbild dieser Lampe. Und hier nochmal das ausgeleuchtete Ergebnis dann am Boden mit dieser Lampe auf ca. 2 Meter Entfernung. Und ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. So, und damit komme ich auch zum Ende dieses Videos. Wie gesagt, den Produktlink findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an LEDmiele.com, die mir dieses Leuchtmittel zum Einbauen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt haben. Und hat euch das Video weitergeholfen, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wollt ihr mehr meiner Videos schauen, abonniert doch einfach hier diesen Kanal oder einen meiner weiteren Kanäle. Die habe ich euch einfach hier am Rand auch nochmal verlinkt. Und hiermit sage ich dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.